Dingen kenne ich mich nicht aus. Na gut, wir können also alles fragen. Selbst eine Gottheit ist nicht unbesiegbar. Sie hat ihren Platz und den kann man ihr nehmen. Lee konnte das Massaker an den Geistermönchen nicht verhindern, doch er konnte fliehen und er nahm euch mit. Die meisten glauben, Sohn Lee sei in der Festung gefallen. Eine Lüge, die der Kaiser verbreiten ließ. Eine Handvoll von uns wussten, dass er lebte und kannten den schrecklichen Preis seiner Rebellion. Lee hatte eine Frau und sie war schwanger. Seine Tochter wurde im Kaiserpalast geboren, während er in der Klagefestung war. Aber Lee hat sie nie gesehen. Wenige Wochen später ließ der Kaiser Lees Familie exekutieren. Exekutieren? Ihr meint ermorden? Die Lotus-Assassinen erhielten Befehl, sie zu töten. Eine Mutter und ihr Neugeborenes. Ich bin sicher, der Befehl kam direkt von der Hand des Todes. Verdammt, war das ich? Ich wollte noch die anderen Fragen machen. Oh Mann. Ich frage ja sonst immer das hier oben. Aber das hier unten ist ja auch gerade interessant. Er hatte sicher nie vermutet, dass seine Familie in Gefahr wäre. Aber hätte er es gewusst, er hätte euch vermutlich trotzdem gerettet. Lee weiß, dass ihr eine Bestimmung zu erfüllen habt. Ihr seid der Letzte eurer Art. Die natürliche Ordnung der Dinge ist gestört. Es gibt vieles zu erzählen. Aber zunächst habe ich den Auftrag, euch eine ganz besondere Unterweisung zu geben. Euer Meister hat mich ausdrücklich darum gebeten. Ihr könnt Yu vertrauen. Es ist also nicht nötig, dass ich hier bleibe. Falls ihr mich braucht, findet ihr mich im Lager. Okay. Su ist ein ehrenhafter Mensch. Vielleicht kein guter Mensch, aber ehrenhaft. Und jetzt zu dem, was ihr lernen sollt. Eine kurze Beschreibung wird den Stil, den ihr mich anwenden saht, in eurem Geist verankern. Jetzt. Ich bin zwar immer bereit, was Neues zu lernen, aber das hier ist natürlich auch richtig. Vielleicht komme ich noch zu der Frage zurück. Alles, was ich sage, geschieht auf Geheiß eures Meisters. Diese Lektionen mussten warten, bis ihr bereit wart für die Aufmerksamkeit, die sie euch bescheren werden. Ich soll euch den Stil Seelenfänger lehren. Magie und Waffen lassen euch ermüden. Wenn ihr sie zu intensiv einsetzt, könntet ihr verwundbar werden. Mit Seelenfänger könnt ihr euer Ski wieder auffrischen und so eure Kampfbereitschaft länger aufrechterhalten oder Wunden ignorieren. Seelenfänger ist besonders nützlich, wenn der Feind gegen einfache, waffenlose Angriffe immun ist. Wenn ihr also Magie oder Waffen einsetzen müsst. Dieser Stil kann den Gegner sogar bewegungsunfähig machen. Dadurch gewinnt ihr mehr Zeit, euch zu erholen. Diese kurze Lektion dürfte fürs Erste genügen. Treffen wir uns im Teehaus und sprechen wir dort über euren Meister und vieles andere. Okay. Dieser Stil ist wirklich sehr praktisch. Ich habe ihn zwar bloß ausgebaut, weil es einfach nicht nötig war, aber er ist trotzdem sehr praktisch. Also, es wollen mehrere Personen mit uns reden, einmal Morgenstern. Diese Person natürlich dann im Teehaus. Aber ich mache jetzt erstmal wieder Folgenende. Es wurde sehr viel geredet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, weil ich dann erstmal mich um was anderes kümmern muss. Bis zum nächsten Mal.